Hey Freunde und willkommen zurück zu Deponia Doomsday hier am Ende der Zwischenzeit. Nur noch Rita lebt noch. Sie ist vom Alter gezeichnet, aber das Alter hätte lieber auf seine Eltern hören und eine Banklehre machen sollen. Gibt es heute ein Mittagsangebot? Du könntest in den Ofen krabbeln und nachsehen. Oh, nachher. Ja, erstmal nicht. Musikbox. Da haben wir den Salat. Die Nadel ist abgebrochen. Naja, wir haben ja den Ring. Das haben wir gleich. Oh, das ist schön. Danke, Rufus. Du hast einer alten Frau die Datasettensammlung ruiniert. Gut gemacht. Bitte. Kein Problem. Gibt es heute ein Mittagsangebot? Du könnt... Oh, nachher. Gibt es heute... Du könnt... Das Einhorn zerschreddert die Datasetten wie Butter. Vielleicht ist dieser Ring doch wertvoller als gedacht. Nimm doch wieder mit. Gut, dann nicht. Was bringt einem das, dass jetzt die Datasetten kaputt gehen? Na, ob das noch funktioniert? Aha. Huh. Hä? Hier ist doch noch was Nahrungsähnliches. Meine Erdnussbutter hat sich mit der Zeit zu Tachyonenkäse verwandelt. Muss Ziegenmilch gewesen sein. Lecker. Nimm doch mit. Dann nimm halt nicht mit. Mir auch egal. Oder kannst du das hier drinne... Danke, ich hab noch. Na gut. Okay, falls es alle geht, wissen wir, wo wir es kriegen. Und ein Garagentor haben wir auch noch zum Öffnen. Oder auch nicht. Nee. Ohne Hilfsmittel kriege ich das wohl nicht wieder auf. Na gut, dann gehen wir erstmal zur Hacienda und durch dieses Tor. Ach, hier bin ich. Aber warum bewegt sich da nichts? Hallo? 4D-Brille. Meine 4D-Brille. Ich hatte mich schon gefragt, wo ich die hingelegt hatte. Es hilft also wirklich, dahin zurückzugehen, wo man sie zuletzt gesehen hat. Mit. Die brauche ich dringender als er. Ja, das war lustig. Ach, die guten alten Zeiten. Naja. Tote Hose. Offensichtlich gelte ich noch als in der Zwischenzeit. Ja, das war lustig. Ach, die guten alten Zeiten. Naja. So, hier. Von hier aus komme ich da nicht ran. Aber wozu auch? Das Tor ist ja schon offen. Ja, eben. Tot offensichtlich. Na gut, dann gehen wir mal zurück. Aha, ich sehe Potenzial. Oh. Aber da kommen wir wahrscheinlich nicht hoch, wenn wir es dann aktivieren. Das ist ein bisschen zu hoch für uns. Ja. Das Portal, das in Macronicles Labor führt. Leider außer Reichweite. Hier wächst gar nichts mehr. Na, dann müssen wir da wieder was zum Wachsen bringen. Warte mal hier. Aha, meine Erdnussbutter hat sich mit der Zeit zu Tachyonenkäse verwandelt. Muss Ziegenmilch gewesen sein. Na gut, das wussten wir schon. Was gibt es sonst noch? Zwei Garagentore. Na gut, wenn man zwei Garagentore braucht. Die Musicbox. Aber was bringt uns das? Hier mit dem Motor. Hier ist doch noch was nach. Meine Erden muss Ziegen. Ja, gut, das wissen wir schon. Aha, meine Erdnussbutter hat sich mit muss Ziegenmilch gewesen sein. Haben wir hier sonst noch Potenzial oder war das das Einzige? Weil vielleicht... Nichts Neues zu erkennen. Okay, nichts Neues. Das Beet. Hier wächst gar nichts mehr. Haben wir hier noch irgendwas, wo wir rankommen? Der eingefrorene Rufus, kann man den vielleicht sowas unterschustern? Er wüsste bestimmt, was jetzt zu tun ist.
Ah nein, man kann... Hä? Was passiert? Was war das? Ach, keine Ahnung. Man kann aber hier mal gucken. Nichts Neues zu erkennen. Aber vielleicht kannst du das Teil aktivieren. Das Portal ist schon offen. Na dann... Dafür brauche ich nur meine Finger und immer 2 Finger breit Feta im Tank. Na gut. Hier. Bei denen sehe ich nicht viel Potenzial. Hier. Bei denen sehe ich nicht viel Potenzial. Zu dir. Er wüsste bestimmt, was jetzt zu tun ist. Ja, dann gib ihm das doch mal. Da oben haben wir eine Bo... Ah! Ah, also es ist doch ganz hilfreich, da mal zu gucken. Oh nein, so ein Unglück. Jetzt ist die Dose doch glatt in seiner Manteltasche gelandet. Wie soll ich denn da jemals wieder rankommen? Na, ich würde mal mit reingreifen vorschlagen. Tote Hose. Offensichtlich gelte ich noch als in der Zwischenzeit. Ach ja, wir haben sie ja trotzdem. Wir haben die ja nicht weggetan. Okay, ich verstehe. Gut, dann packen wir das Ding dazu da rein. Dazu müsste ich sie erst einmal aus dieser Dose bekommen. Na gut. Ach ja, wir haben ja das Einhorn. Genau. Also einmal diese Bohnendose öffnen und dann Bohnen einpflanzen. Nun eine Bohne. Memo an mich. Schmalhans feuern, Küche neu bemeistern. Und rein damit. Wird Zeit, dass hier wieder mal was wächst. So, und nun heißt es... So, da reingehen, wieder rausgehen. Nichts passiert. Kann man da vielleicht Tachyone draufschütten? Ich sehe hier kein Potenzial. Weder für Portale, noch für einen florierenden Gemüsegarten. Na gut, es heißt warten. Wir müssen warten, 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 warten. Ich habe keine Zeit zu warten. Rita, hast du Zeit zu warten? Möchtest du für mich warten? Gibt es heute ein Mittagsangebot? Du könntest... Oh, nachher. Sie ist vom Alter gezeigt, aber das Alter... Wir können nicht wirklich mehr was machen, ne? Hier ist doch noch was Nahrungsähnliches. Meine Erdnussbutter hat sich mit der Zeit zu Tachyonenkäse verwandelt. Muss Ziegenmilch gewesen sein. Können wir den Knochen mitnehmen? Nee. Kann man da nicht doch reinschießen oder gibt's hier nicht sonst noch was? Aha, meine Erdnussbutter hat sich mit der Zeit zu Muss-Ziegenmilch gewesen. Danke, ich hab noch. Na gut, wenn du meinst. Tote Hose. Offensichtlich. Wir müssen doch irgendwie diese Bohne zum Wachsen kriegen. Von hier aus komme ich da nicht ran. Aber wozu auch? Das Tor ist ja schon offen. Eben. Offensichtlich. Ja, das war lustig. Ach, die Guten. Ja, das war lustig. Ach, die Guten. Nichts Neues zu erkennen. Warum nicht? Ah, geh halt wieder zurück. Komm, Rufus, warte schneller. Enttäuschend. In der einschlägigen Fachliteratur wurden mir dramatischere Ergebnisse versprochen. Vielleicht... ihm die Bohne zuschnipsen. Das ist ein ganz anderes Kaliber. Dann einfach so zuwerfen. Zur Einweihung etwas Saatgut für seinen Gemüsegarten. Und schwupp!
Ja. Genau so. Und jetzt hier hoch. Herr Rufus, endlich! Wir hatten schon gar nicht mehr mit Ihnen gerechnet. Wieso? Wie lange war ich denn weg? Über eine halbe Stunde. Nur, in der Zwischenzeit sind mittlerweile Jahre vergangen. Dafür haben Sie sich aber gut gehalten. Nicht einmal die Klamotten haben Sie gewechselt. Ich selbst war nicht lange dort. Ich steckte noch in einer anderen Zeit fest. Aber Goal, McChronicle und Drüsenunfall? Ich fürchte ja. Aber wir sind doch Zeitreisende, richtig? Wir können zu einem früheren Zustand der Zwischenzeit zurückkehren, oder? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung von Zeitreisen. Aber wir können erst mal... Nein, wir können auch nicht raus. Das ist zu einfach. Hier, Pump. Pump. Aber Herr Rufus, jetzt bringt das doch nichts mehr. Sie doch. Müssen das vorhin gemacht haben. Weiß ich doch. Ist doch voll easy alles. Na gut, wenn du meinst. Denk nach. Wie komme ich in die richtige Zwischenzeit zurück? Es muss einen Weg geben. Gab es dort noch mehr Portale? In Reichweite? Eigentlich nur das kleine da. Aber das ist zu schmal. Und wenn ich ihn durchgreife, sehe ich nur die Szene von vorhin, wo Drüsbert durch das Loch gefallen ist. Na, da haben wir es doch. Die Löcher sind offenbar nur eine halbe Stunde Realzeit auseinander. Wenn Sie sich beeilen, könnten Sie von der anderen Seite aus durch das kleine Portal nach vorhin gelangen und sich selbst durch das große in die Zwischenzeit folgen. Kann mir irgendwer dieses Nerdgefasel übersetzen? Danke. Ach, so ist das. Da gibt's nur noch ein Problem. Das Portal ist zu klein. Ich komme nicht durch. Und ich glaube, ich weiß mittlerweile auch warum. Die Tachyon-Ventile sind nicht weit genug aufgedreht. Hier, nehmen Sie meinen Tachyon-Ventilschlüssel. Dein was? Damit sollte es gehen. Na dann, wenn er meint. Ein praktischer Tachyonen-Nupsilator, mit dem man Tachyon-Dinge machen kann. Gut, einmal. Aber Herr Rufus, jetzt bringt das doch nichts mehr. Sie müssen das vorhin gemacht haben. Weiß ich doch. Ist doch voll easy. Ah ja, okay, vorhin gemacht haben. Wünscht mir Glück. Beeilen Sie sich. Mit jeder Sekunde, die Sie außerhalb der Zwischenzeit verbringen, ist vorhin auch wieder Zeit vergangen. So, und das hier. Die Nupsis, oder? Wow. Ganz schön lang. Aua! Was glotzt ihr denn so? Herr Rufus? Aber Sie sind doch gerade erst durch das Portal gesprungen. Ja, und? Ist doch logisch. Sag mal, passt ihr nicht auf? Und jetzt pumpen. Yay! Au! Ich bin wieder in Paradox City. Aber zu welcher Zeit? Nein, nicht die Hochzeit. Die Hochzeit. Nicht die Hochzeit. Sie hat bereits angefangen. Oh, ich will nicht zur Hochzeit. Stopp die Hochzeit! Rufus, was tust du hier? Ich hol mir mein Mädchen zurück. Das ist doch... dein Mädchen also? Was genau macht mich denn zu deinem Mädchen, ha? Huh? Dass du mich hier hast sitzen lassen? Dass du dann für mehrere Jahre verschwunden bist? Dachtest du wirklich, ich würde hier rumsitzen und auf dich warten? Meine Fresse, wir kennen uns gerade mal einen Tag. Ich kenne dich schon viel länger. Einen Scheiß kennst du. Du meinst die andere Goal. Und auch die hast du sitzen lassen. Sie hat mir alles erzählt. Mag sein, dass ihr damals eine tolle Zeit hattet. Aber ich bin nicht sie. Meine Güte. Du bist ja eifersüchtig. Was? Du verdammter... Na! Goal, warte! Bravo, gut gemacht. Ich dachte, wir sind Freunde. Mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Außerdem habe ich die Sache hier voll im Griff. Lass mich einfach mit ihr reden, okay? Aber beeil dich. Die Matt-Torte wird bereits kalt. Na, Matt-Torte. Also Matt... Matt lecker. Torte lecker, aber Matt-Torte... Naja. Manchmal überspringt es sogar mehrere Generationen. Lass mich einfach mit ihr reden, okay? Aber beeil dich, die Matt-Torte wird bereits kalt. So, zur Zukunft, nützt uns das noch was? Nö, alles stillgelegt. Alles stillgelegt. Vince,
Kollege, Freund. Danke für die kleine Spritztour, Vince. Auf meinem Schoß ist immer ein Platz für dich frei, kleiner Freund. Goal. Das ist nicht ihr Partygesicht, so viel steht fest. Ach, Goal. Nimm's nicht so schlimm, ne? Du, Goal. Hau ab, kapier endlich. Es ist zu spät für uns. Hä? Nein, das hast du falsch mitgekriegt. Die Trauung wurde nicht vollzogen. Alles ist gut. Sag mal, hast du einen an der Waffel? Ich weiß ja, du bist schwer von Begriff. Darum spreche ich ganz langsam, okay? Ich wohne seit über 2 Jahren in Paradox City. Dich kenne ich gerade mal einen Tag. Das hier ist jetzt mein Zuhause. Aber das geht doch nicht. Wenn die Zeit wieder läuft, wird es diesen Ort nicht mal mehr geben. Das ist mir egal. Okay. Ich verstehe langsam, was hier los ist. Du bist sauer, weil ich dich allein gelassen habe. Aber schau doch, es hat sich gelohnt. Was soll das sein? Tachyonenpfeile. Damit kann man Portale öffnen. Wir können endlich aus dieser Todesfalle hier entkommen. Was zum... Du hast es echt nicht verstanden, oder? Ich werde heiraten. Ich brauche keine bescheuerten... Goal, nicht! Hier gibt es... Portale. Na gut, Freunde, ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir dann wohl Goal hinterher zu Moment. Aber ich glaube, er passt sicher gut auf sie auf. Bis dahin, Freunde, tschüss.